Ja, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Und um in der Zeit zu bleiben, würde ich einfach beginnen. Der Pflanzgarten, also ein Begriff aus dem Gartenbau, ist allen, die sich mit hallischem Pietismus beschäftigen, eine mehr als geläufige pietistische Metapher. Für August Hermann Francke war sein Projekt zu einem Seminario Universali ja zugleich ein Projekt zu, ich zitiere, Anlegung eines Pflanzgartens, von welchem man eine reale Verbesserung in allen Ständen in und außerhalb Deutschlands, ja in Europa und allen übrigen Teilen der Welt zugewarten habe. Botanische Metaphern dienen und vor allem dienten als grundlegende Motive für die Gesellschaftsgestaltung im Pietismus. Dafür steht das Motiv des Menschen als gerade gezogenem Baum zum Nutzen der Gesellschaft. Ein weiteres Motiv aus der Botanik ist das des Glashauses oder Treibhauses. In derartigen abgegrenzten Räumen unter künstlichen klimatischen Bedingungen wurden besonders seltene oder empfindliche Pflanzen gezogen oder überwintert. Hier sei nur an die bekannten Orangerien erinnert. Ein Glashaus ziert auch die Titelvignette in August Hermann Niemeyers Erziehungsschriften von 1805 und 6, als dieser Direktor der Frankischen Stiftungen war. Das Glashaus und ihr Erfolg der Schwenk zum herrnhutischen Pietismus diente aber auch John Paul 1793 in seiner Biografie Die unsichtbare Loge als Charakterisierung der Herrnhuter Pädagogik. Der Hauptcharakter Gustav wird von einem jungen Herrnhuter volle 8 Lebensjahre in einer ausgemauerten Höhle unter der Erde erzogen und verborgen. In diesem moralischen Treibhaus soll der kleine Junge ohne äußere Einflüsse sich entfalten und aufwachsen, also, Zitat, nicht gegen die Schönheiten der Natur und die Verzerrungen der Welt der Menschen zugleich, Zitat Ende, abgehärtet werden. Diese Treibhauspädagogik, so Silvia Gelei, symbolisiert um 1800 pietistische Erziehung. Nach diesem kurzen Ausflug in die aktuellen Plant Studies möchte ich mich mehr der Wissens- und Wissenschaftsgeschichte der Botanik im Kontext des Pietismus zuwenden. Wie Sie an meinem Titel sehen, habe ich die Feststellung eines Defizits in eine Frage abgeändert. Ich trage damit dem Umstand Rechnung, dass ich seit meiner Bewerbung auf den Call for Paper im Juni 2022 das Feld der kulturwissenschaftlichen Forschungen zur Botanik geradezu radikal verändert hat. Eine der Ursachen sind die Plant Studies. Erwähnen möchte ich auch die Arbeit von Sophie Ruppe über Botanophilie im 18. Jahrhundert. Und zudem tragen die umfangreichen Digitalisierungen im Sammlungswesen erste Früchte. Da nun auch die großen Naturkundemuseen und Herbarien ihre Bestände neu erschließen, aktualisieren und zugänglich machen. Neben der Fragestellung, ob und worin im Bereich der Botanik ein Forschungsdefizit für die Pietismusforschung besteht, möchte ich Ihnen also eher einen Überblick zum Forschungsstand und zu bestehenden Projekten geben und daraus einige Fragen entwickeln. Botanik war historisch immer an die Medizin angebunden. Ihre Kenntnis war für Mediziner unerlässlich und wurde im Medizinstudium mit entsprechenden Horti Medici vermittelt. Teil der Ausbildung war die Bestimmung und Präparierung von Pflanzen, die Anlage eines sogenannten Herbarium Vivum. Mangels von Büchern mit farbigen Abbildungen dienten sie den angehenden Medizinern oft ein Leben lang als Wissensspeicher zur Identifikation von Pflanzen. Dabei erfolgte die Benennung der Pflanzen vor 1750 nicht durch die uns heute bekannten Doppelnamen, sondern durch eine eher umfängliche, je nach Autor variierende Beschreibung, die zwangsläufig auf Vereinheitlichung hinauslief. Das gesamte 18. Jahrhundert hindurch stellte sich die Frage, welches naturkundliche oder botanische System sich durchsetzen werde, gekoppelt an die Entscheidung für ein natürliches oder künstliches System. Universitär war die Ausbildung in Botanik also angebunden an eine medizinische Professur. Ebenso in Halle seit Gründung der Friedrichsuniversität 1694. Hier wurde bereits 4 Jahre später ein botanischer Garten gegründet
und führte die ersten 50 Jahre seines Bestehens eine eher untergeordnete Rolle mit wechselndem Erfolg. Ebenfalls bereits 1698 wurde in den frankischen Stiftungen ein Hortus Medicus für den Unterricht am Pädagogium Regium, der höchsten Schulanstalt, angelegt, der erste Schulgarten Deutschlands. Dieser wurde bis in die 1760er Jahre von den Schülern des Pädagogiums und Studenten der Universität gemeinsam benutzt. Botanik galt in den frankischen Stiftungen seit Anbeginn als Unterrichtsfach im Rahmen des Realienunterrichts. Botanik wurde zwar als Rekreation verstanden, zentral war bei dieser Erholung jedoch die Vermittlung des Wissens um Heilpflanzen, welche eben auf langen Spaziergängen, Exkursionen erfolgte. Als Lehrpersonal dienten spezielle Medizinstudenten der Universität, die zugleich die Anlegung von Herbarien anleiteten. Diese Praxis ist schon für 1699 belegt. Einige der Studenten, die hier unterrichteten, waren zum Beispiel der später berühmte hallische Professor Johann Heinrich Schulze und Abraham Rehfeld. Beide legten auch jeweils Herbarien für die Stiftung an. Rehfeld veröffentlichte zudem im Verlag der Frankischen Stiftung in 1717 eine Lokalflora, die auch im Unterricht Verwendung fand. Hieronymus Freier, der langjährige Inspektor des Pädagogium Regium, formulierte 1721 in seiner verbesserten Methode des Pädagogii Regii hinsichtlich der Botanik, Zitat: Die Erkenntnis der Kräuter ist eine solche Sache, welche nicht nur ein Medico, sondern auch einen jeden Menschen in seinem Leben mancherlei Nutzen und Ergetzung bringen kann. Zitat Ende. Auch Freier erwähnt die Anlegung von Herbarien durch die Schüler. Wie aktuelle Untersuchungen zur Architektur der Stiftungen belegen, befand sich im Pädagogium eine separate Kammer, wo diese Herbarien höchstwahrscheinlich aufbewahrt wurden. Das ist interessant für heutige Spurensuchen nach diesen Herbarien, die als materielle Quellen der Botanikgeschichte zu bezeichnen sind. In der berühmten Kunst- und Naturalienkammer haben sich heute nämlich nur rudimentäre Bruchstücke erhalten. Es ist wohl davon auszugehen, dass umfassende Herbarien nie Bestandteil dieser Sammlung waren, sondern separat untergebracht wurden. Auch die historischen Verzeichnisse geben keine Hinweise auf sie. Botanische Objekte wurden 1741 in Form von Samen, Hölzern, Früchten und Stängeln verzeichnet. Es finden sich aber keine kompletten Herbarien erwähnt. Diese botanische Ordnung nach Pflanzenteilen war historisch durchaus geläufig. Sie verwundert jedoch vor dem Hintergrund, dass die Sammlung der Frankischen Stiftung 1741 als erste weltweit fast vollständig nach dem System des berühmten schwedischen Botanikers und Naturkundlers Carl von Linné geordnet wurde. Fast, außer der Botanik. Hier zeigt sich der Einfluss von Johann Joachim Lange, dem begeisterten Mineralogen. Gerade die Botanik, wo Linné zum Trendsetter werden sollte, fehlte vorerst, wohingegen die Mineralogie sich schnell von Linnés System verabschiedete. Zu untersuchen, wie und warum sich Halle dennoch zu einem der ersten Zentren der Linné-Rezeption im Alten Reich entwickelte und warum diese Entwicklung vom Pietismus maßgeblich vorangetrieben und umgesetzt wurde, ist eine der anstehenden Forschungsaufgaben. Kehren wir von diesem systematischen Aspekt wieder zurück zum Materiellen, zur Frage nach den in den Stiftungen angelegten Herbarien, die nicht bzw. nur marginal vorhanden sind. Es ist den Arbeiten von Cornelia Jäger zu verdanken, dass wir dennoch über ein derartiges Herbarium unterrichtet sind. Frau Jäger hat die maßgeblichen ersten Arbeiten vor allem zum Botanischen Garten und den Gärten im Bereich der Frankischen Stiftungen vorgelegt, zum botanischen Unterricht und dem Garten vorgelegt. Sie hat das Herbarium des einstigen Botaniklehrers am Pädagogium, Christoph Friedrich Damm, aus den Jahren 1729 bis 32 mit 1090 Specimens im Kleinhaus in Halberstadt identifiziert und durch Feststellung der Identität der Etiketten in Beziehung zu den wenigen hier erhaltenen Blättern setzen können. Johann Julius Hecker, der gemeinsam mit Damm Botanik und Anatomie am Pädagogium unterrichtet hat,
veröffentlichte 1734 eine Einleitung in die Botanik im Verlag der Frankischen Stiftungen im Umfang von sage und schreibe 547 Seiten. Beide, Hecker und vor ihm Rehfeld, nutzten als Grundlage ihrer botanischen Systematik die des Leiters des Botanischen Gartens von Leipzig, August Quirinius Rivinius. Und um auf die Eingangsmetapher des Gewächshauses zurückzukommen, sei erwähnt, dass es seit 1744 eine Orangerie hier gab, beziehungsweise sie seitdem nachweisbar ist. Und machen wir einen Sprung im Vergleich zur Universitätshalle. Der Botanische Garten des Pädagogium Regium verfügte noch 1772 mit insgesamt 1139 Arten über mehr Arten als der Botanische Garten der Universität. Christian Friedrich Schrader, Inspektor am Pädagogium bis 1784, folgte in seiner Auflistung des Bestandes dann ganz selbstverständlich dem System Linnés, mit dem er auch in Briefkontakt stand und dem sein botanisches Lehrbuch von 1780 folgt. Machen wir nun einen Sprung zur außereuropäischen Botanik, zur Mission, welche im hallischen Pietismus 1706 in Indien begann. Die pietistische Mission hat immer im Kontext von Kulturkontakt und Wissensaneignung Beachtung gefunden, wurde aber nie speziell aus botanischer Sicht mit den Entwicklungen in Halle verbunden. Die ersten mir aus den Quellen bekannten Objekte, welche das 18. Jahrhundert als Pflanzen kategorisierte, stammen vom ersten Missionar Bartholomäus Ziegenbalg. Sie befanden sich in einem gebundenen Band und ausnahmsweise sogar in der Kunst- und Naturalienkammer, sind aber nur durch Bestandsverzeichnisse und als Abbildungen bei Leiser aus den 1750er Jahren überliefert. Zugleich Missionar Johann Ernst Gründlers unveröffentlichtes Manuskript Der Balamarische Medikus von 1712 erwähnt werden. Als praktische Anschauung für die von ihm dargestellte indische Heilkunst hatte er ein Herbarium zur Identifikation der benutzten Heilpflanzen angelegt. Das einzige Grundlagenwerk zu indischen Pflanzen und Pflanzennamen von Hendrik van Rede tot Drakenstein, der Hortus Indicus Malabaricus, war für die tamilische Sprache, die Gründler benutzte, nicht anwendbar und außerdem so teuer, dass er kaum verfügbar war. Zugleich finden sich in dieser Zeit erste Abbildungen in den hallischen Berichten, dem Missionsperiodikum der dänisch-englisch-hallischen Mission, wie die Beschreibung und Abbildung einer Bananenpflanze. Eventuell angeregt durch die systematische Entwicklung der Botanik in Halle, wurden auch im Rahmen der Mission weitere Herbarien angelegt und es gab eine erste Hochphase. Zentral sind hier Christoph Theodosius Walter, früher selbst Lehrer am Pädagogium, und der Missionsarzt Johann Samuel Knoll zu erwähnen. Die grundlegende Erforschung dieser Phase der Botanik verdanken wir Niklas Todt Jensen. Ich beziehe mich auf seine Arbeiten. Zwischen 1732 und 1744 wurden 9 umfangreiche Herbare angelegt und aus Südindien nach Europa gesendet. Wichtige Empfänger waren August Johann von Hugo, Leibarzt des englischen Königs Georg II., sowie in Kopenhagen das Missionskollegium und die dortige Kunstkammer. Heute erhalten und zugeordnet werden, kann nur das in Göttingen befindliche Plantae Malabaricae mit insgesamt 660 Blättern, mit 465 tamilischen Namen. Diese Sammlung gilt als die größte vorlinäische Kollektion von der Coromandelküste. Zu diesem Herbarium ist ganz aktuell ein Forschungsprojekt in Pondicherry am French Institute gestartet. In diesem Kontext ist auch ein umfangreiches tamilisch-lateinisches Manuskript von Walter zu erwähnen, das Herbarium Trancoambariense mit 1070 Namen und Beschreibungen von Pflanzen, geordnet nach dem tamilischen Alphabet. Hier hat Walter das botanische Wissen der Herbarien von 1732 bis 39 erfasst. Jensen charakterisiert es als, Zitat, »a form of hybrid colonial knowledge«, und bezeichnet die dänisch-englisch-hallische Mission in Trankebar als eine, Zitat, botanische Forschungsstation. Swiedman und Zupanov gehen aktuell davon aus,
dass durch die Analyse indischer Sprachvarianten die unterschiedlichen Informanten- und Sammlernetze für die Werke von Walter und von Rede deutlich weiter spezifiziert werden könnten. Lassen Sie mich nun chronologisch um 1765 einen Bruch einführen, und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist ab diesem Zeitpunkt durch das Erscheinen der Grönlandgeschichte des Herrnhuters David Kranz und seine Rezeption eine direkte, gegenseitige Wahrnehmung zwischen hallischem und herrnhutischem Pietismus auf dem Feld der Naturgeschichte und der Botanik nachweisbar, die ich bereits andernorts ausführlich als Konkurrenzsituation charakterisiert habe. Die Konkurrenzsituation wurde dabei aber nur auf dem Feld der Naturgeschichte, speziell der Botanik, ausgetragen. Die Konkurrenz selber bestand zwischen diesen Gruppierungen hingegen im Ringen um Einfluss, um Patronage, die Möglichkeit, neue Niederlassungen und Missionsstützpunkte zu gründen und auch um wissenschaftliche Rehabilitation. Nur zur Erinnerung, Gotthilf August Franke bekämpfte seit 1758 als letzter seiner Generation vehement die Herrnhuter Brüdergemeine, indem er die Existenz ihrer Südasien-Mission zu vernichten suchte. Zum Zweiten richtet sich der Blick nun auf eine Phase, die mit einer immensen Erwerbung botanischen Materials verbunden ist, wovon heute noch Zehntausende von Exemplaren weltweit erhalten sind. Zur Konkretisierung ist noch einmal zu erwähnen, dass augenblicklich weder in den Beständen der frankischen Stiftungen noch in denen der Herrnhuter Brüdergemeine in Herrnhut und wohl auch nicht in den weltweiten Niederlassungen botanisches Material in nennenswertem Umfang erhalten ist. Alle Objekte finden sich in großen, meist universitären oder akademischen Sammlungen, die einen völlig anderen Zugang zu diesen Objekten nutzen als die Pietismusforschung. Ab diesem Zeitpunkt also bietet sich die Möglichkeit eines Zuganges ausgehend von den Objekten, was zunehmend den dominierenden Zugriff darstellt. Es bedarf jedoch der Pietismusforschung, um entsprechendes naturwissenschaftliches Material mit kulturwissenschaftlichen Informationen im Sinne einer Netzwerkskomponente anzureichern. Ein dritter Grund findet sich in der traditionellen Historiografie der Pietismusforschung, welche sich die Naturwissenschaften in ihren eigenen Fachgeschichtsschreibungen zu eigen gemacht haben. Im Sinne der Dichotomie von Aufklärung und Religion wird naturkundliche und botanische Beschäftigung im Kontext des Pietismus immer noch als Einzelfall, als persönliche Neigung und als der Missionstätigkeit untergeordnet definiert. Eine systematische Betrachtung kam daher nie in Frage. Verschärft wird diese Nichtbeachtung gerade bei der dänisch-englisch-hallischen Mission durch das Narrativ, der in der Naturkunde vorwaltende Rationalismus sei Grund für den Untergang der Mission, so Arno Lehmann, was immer noch häufig rezitiert wird. Hingegen wird die Physikotheologie, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts andauerte, wie Hommel, Delbs, Trepp, Ruhland und andere immer wieder betonen, auf Grundlage einer verkürzten Rezeption von Kant als Motiv für die Beschäftigung mit der Botanik nicht in Betrachtung gezogen. So wird und wurde die Bedeutung der Physikotheologie als erstens vereinbar mit den Ideen der sogenannten Aufklärung und zweitens bis weit in die Mitte des 19. Jahrhunderts akzeptierter Zugang zur wissenschaftlichen anerkannten Naturforschung bisher kaum rezipiert. Hier ist jedoch mit Nachdruck darauf zu verweisen, dass Herrnhuter und Hallenser im Ausgreifen auf Felder wie Botanik und Naturaliensammlung im zeitgenössischen Kontext durchaus Wissenschaft betrieben und diese als solche anerkannt wurde und sie damit die Integration des Pietismus in die Entwicklung der heute sogenannten modernen Naturwissenschaften maßgeblich vorantrieben. Hier sei kurz auf die Entwicklung der Botanik im Rahmen der Herrnhuter Brüdergemeine eingegangen. Bereits in den 1730er Jahren, nach dem Missionsbeginn 1732, finden wir erste Pflanzenlisten mit nordamerikanischen Arten, die im Herrschaftsgarten in Herrnhut kultiviert wurden. 1754
wurde dann in Barbie die neue höchste Bildungseinrichtung der Herrnhuter als Realakademie in Betrieb genommen. Das Ziel war eine umfassende, auf praktische Anwendbarkeit gerichtete Allgemeinbildung, welche theologische Elemente zentral einschloss. Dabei gehörten umfassende naturkundliche, vor allem botanische Elemente zum Curriculum. So unterrichtete Friedrich Adam Scholler, Zitat, Historia Naturae nach Carl von Linné. Scholler ist als der bedeutendste Naturkundler aus Barbie herauszustellen, der seit 1765 mit Unterbrechung bis 1782 Leiter der Institution war. Für die Entwicklung der Botanik im Rahmen der Herrnhuter Brüdergemeine sind die von ihm methodisch durchgeführten botanischen Exkursionen zu erwähnen, die beispielhaft in einem Exkursionstagebuch von 1766 überliefert sind. Bei diesen botanischen Aktivitäten unterstützte ihn Johann Jakob Bossert. Die Früchte ihrer gemeinsamen Arbeit verdeutlichen sich in der Flora Barbiniensis, der ersten Lokalflora dieses Gebiets nach Linné. Und damit mit Rehfelds Lokalflora in Halle von 1717 an den Stiftungen vergleichbar. Die physikotheologische Titelvignette, die die Botanik christlich ausdeutet, sehen Sie im Hintergrund. Die Bedeutung von Expeditionen für die Ausbildung in Barbie zeigt sich unter anderem in Form einer 10-tägigen Reise in den Harz 1786. Die Dokumentation dieser Reise erfolgte analog zu den Forschungsreisen des 18. Jahrhunderts. Die verschiedenen Teilbereiche einer umfassenden naturgeschichtlichen Untersuchungen wurden separat bearbeitet, nach der Methodik von Linnés Instructio Peregrinatoris von 1759. Diesem Schema fügt sich auch die streng nach linnäischer Systematik erfolgte Auflistung aller, Zitat, Pflanzen, die um Barbie herum selten oder gar nicht wachsen, ein. Derartige Exkursionen fanden im Herrnhuter Theologischen Seminar bis Ende des 19. Jahrhunderts statt und sind in vielfältiger Form überliefert, bisher jedoch nicht ausgewertet. Der Erwerb von botanischen Specimens war eine der Hauptbeschäftigungen dieser Exkursionen. Neben der naturkundlichen Ausbildung ist die Naturaliensammlung in Barbie als ein Kristallisationspunkt der naturkundlichen Tätigkeiten der Herrnhuter Brüdergemeinde zu erwähnen. Botanik als empirisch arbeitende Wissenschaft bedurfte einer materiellen Grundlage. Sammlungsobjekte dienten zur Untersuchung, Bestimmung und Beschreibung der Natur, aber zugleich waren sie Anschauungs- und Lernobjekte im Unterricht. All diese Elemente des Sammlungswesens des 18. Jahrhunderts waren in Barbie in besonderer Weise zu finden. Ebenso ein botanischer Garten, der neben den getrockneten Pflanzen, die in der Bibliothek bzw. der Naturalienkammer aufbewahrt wurden, lebende Exemplare bereithielt. Auch hier eine Parallele zu Halle. Ab 1756 entstand in Barbie ein Naturalienkabinett, deren einzige erhaltene, aber zugleich auch bedeutendste naturkundliche Teilsammlung, das Herbarium, gerade an der TU Dresden digital neu erschlossen wird. Der schon erwähnte Bossert veröffentlichte als Zuständiger für diese Naturaliensammlung 1774 eine kurze Anweisung, Naturalien zu sammeln. In der Folge kam es zu einem immensen Zustrom an neuen Objekten nach Barbie aus allen Gebieten, wo sich Herrnhuter Niederlassungen befanden. Die Naturaliensammlung bei den Herrnhuter führte zu einer institutionellen Sammelpraxis, die für die Missionen des 18. Jahrhunderts einzigartig ist. Die Fähigkeit, Naturalien und Pflanzen zu sammeln, zu bestimmen und zu präparieren, diese nach Europa zu versenden, war in der Brüdergemeine auf einem hohen Niveau weit verbreitet. In Südasien zum Beispiel initiierte der Schuster Martin Brodersen eine kommerzielle Naturaliensammlung und trug damit erheblich zum Unterhalt der Niederlassung bei. Ihm folgten allein in dieser Mission in Südasien bis 1800 8 inzwischen namentlich bekannte Sammler. Interessant ist hier die Erwähnung botanischer Exponate. Nummer 3. Allerhand Sorten, Kräuter und Gräser mit ihren Blüten zwischen Papier gelegt.
Zitat Ende. Die so gesammelten Belege gelangten nach Barby, wurden in Europa verkauft und erreichten damit die bedeutendsten Botaniker des 18. Jahrhunderts. Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus Indien kurz erläutern. Sie sehen links das Exemplar, welches nach Barby gelangte und sich heute im Herbarium der TU Dresden befindet. In der Mitte das Exemplar, welches zu Linné nach Uppsala gelangte. Der untere Vermerk HB besagt, dass es sich vorher im Herbarium von Joseph Banks in London befand. Zugleich nimmt man heute an, dass Linné anhand dieses Exemplares die Art das erste Mal beschrieb. Rechts sehen Sie das Specimen, welches James Edward Smith in London erwarb. Die Frage, wer diese Objekte sammelte, erschließt sich aber nicht auf den ersten Blick. Bei einem Vergleich aller drei Objekte und vor allem bei einem Vergleich der Annotationen wird deutlich, dass sie alle aus der gleichen Quelle stammen und sogar von derselben Handschrift annotiert wurden, bevor sie verteilt wurden. Nur ein Objekt aber trägt wirklich den Vermerk der Sammler. Es ist das rechte und es macht es erneut schwer. India Orientalis Societas Unitas Fratrum, also Ostindien von der Herrnhuter Brüdergemeine. Diese kollektive Sammelbezeichnung ist und war jedoch in der Botanik völlig unüblich. Sie anonymisiert die eigentlichen Sammler, die Aufsammler vor Ort. Obwohl also derartige Objekte in größerer Anzahl im Linnaean-Herbarium in London bis heute überlebt haben, wurden sie und werden sie oft falsch zugeordnet bzw. als anonyme Objekte geführt, was den pietistischen Kontext dieser Objekte völlig verschleiert. Im Rahmen der Hallischen Mission in Indien diente diese Entwicklung der kommerziellen Sammelpraxis der Herrnhuter als Vorbild für Missionare wie Christoph Samuel John. Generell aber wurde im hallischen Kontext mehr auf den Austausch von Objekten und die Anerkennung im Rahmen der Gelehrtenrepublik gesetzt und gegen Ende der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Vielzahl von Herbarien versendet. Als Empfänger sind auch hier Joseph Banks in London zu erwähnen oder der Vorsitzende der Leopoldina Johann Christian Daniel Schreber, der nach seiner Tätigkeit als Lehrer an den Frankischen Stiftungen in Halle eine Professur für Botanik in Erlangen erhielt und mit Halle und Herrnhut gleichermaßen in sehr engem Kontakt und Pflanzenaustausch stand. Wichtige Personen sind ebenfalls William Roxburgh und Nathaniel Wallich in Indien. Heute ist der komplette Umfang dieser Netzwerke fast nur durch die Objekte zu rekonstruieren. Und hier bereitet der erwähnte Fakt der Anonymisierung Schwierigkeiten einer direkten Zuordnung. Einerseits hinsichtlich des pietistischen Kontextes überhaupt und andererseits ob zu Halle oder Herrnhut. Neu in dieser Hinsicht ist der Ansatz von Tobias Delfs, der zum deutschen Netzwerk rund um den in Indien wirkenden Nathaniel Wallich arbeitet und damit beide Gruppen in den Blick nimmt. Zudem kann auf ein laufendes Projekt am Naturkundemuseum in Kopenhagen verwiesen werden, wo ganz aktuell unter dem Titel Fieldwork in the Archive, Herbaria as Sites of Cultural Exchange, alle Herbare aus den dänischen Kolonien, darunter auch Drankebar, als materielle Basis von Netzwerken und Naturwissenschaft in ihrer kulturellen und historischen Bedeutung betrachtet werden. Vor dem skizzierten Hintergrund ist zu erwähnen, dass sich eine umfassende Sammelpraxis, botanische Ausbildung und kommerzielle Nutzung der Botanik im Rahmen der Herrnhuter Brüdergemeine bis ins frühe 20. Jahrhundert fortsetzt. Einerseits nutzen individuelle Missionare Botanik als Mittel zum Broterwerb, wie zum Beispiel Alexander Becker, der Organist in Sarepta. Andererseits entstanden kommerzielle Naturalienhändler wie die Firma Möschler in Herrnhut, die botanische Specimens aus den weltweiten Missionsstationen bezog und verkaufte. Auch diese Objekte tragen oft nur den Vermerk ihrer Herkunft, nicht aber des Sammlers oder der Sammlerin und sind damit nur sehr schwer einem pietistischen Kontext zuzuordnen. Botanik bedeutete im Herrnhuter Kontext immer auch die Abfassung einer Lokalflora, wie im Fall von Barby. Diese wurden meist sukzessive immer wieder ergänzt und überarbeitet, wie in dem Fall des hier vorgestellten Gnadenfeld. Damit eröffnet sich eigentlich eine völlig neue Gruppe von botanischen Quellen, die völlig unerschlossen ist.
In dem vom BMWF geförderten Projekt, schon erwähnt, die Pflanzensammlung der Herrnhuter Brüdergemeinde im Herbarium der TU Dresden, wird momentan der Versuch unternommen, die im Herbarium der TU befindliche Sammlung von Herbaren aus dem Kontext der Herrnhuter Brüdergemeinde aus dem Zeitraum von 1760 bis 1900 umfassend zu erschließen und zu kontextualisieren. In Dresden befindet sich unter anderem das Herbarium Barbiense, also die Sammlung, welche im 18. Jahrhundert in Barbie angelegt wurde und als Grundlage für die Lokalflora von Scholler diente. Zugleich, und hier wird Neuland betreten, findet sich in Dresden umfangreiches Material aus dem 19. Jahrhundert, das teilweise, ebenso wie es für die Kollektivbezeichnung Societas Unitas Fratrum erwähnt wurde, völlig ohne Bezug zur Herrnhuter Brüdergemeinde geführt wird. Eine der Ursachen ist die teilweise völlige Unkenntnis, welche botanischen Sammlerinnen und Sammler überhaupt im Kontext des Herrnhuter Pietismus zu verorten sind. Das betrifft auch Herrnhuter Bischöfe wie Johann Christian Breutel, der von seinen Visitationsreisen nach Afrika und in die Karibik vor allem Mose mitbrachte. Breutel verkaufte aber auch viele botanische Objekte, die er von ungenannten Mitgliedern der Herrnhuter Brüdergemeinde erhielt, zum Beispiel in seinem Exikatensatz Flora Germanica Exicata. Zu erwähnen sind aber auch Bischöfe wie Peter Friedrich Curie oder Heinrich Rudolf Wulfschlegel, für die Gleiches zutrifft. Abschließend sei nur kurz Adolf Stolz als Beispiel eines in Afrika geborenen und dort später in der Kolonie Deutsch-Ostafrika tätigen Herrnhuter Missionars und Botanikers erwähnt. Sturz unternahm vielfältige Versuche, einerseits die Missionsstation, die Plantage, durch seine botanischen Kenntnisse profitabel zu machen. Zum anderen sammelte er 30.000 Belege, um sie durch das Botanische Museum in Berlin-Dahlem zum Besten der Mission zu verkaufen. Ein kurzes Fazit. Um den gesamten Umfang des botanischen Netzwerkes im Rahmen des Pietismus zu erfassen, sind noch einmal dessen grundlegende Eckpfeiler zu benennen. Erstens, es gibt Sammlerinnen und Sammler vor Ort, die botanisches Material aufsammeln und verbreiten. Hier sprechen wir auch von indigener Bevölkerung, indigenem Wissen und kolonialen Wissensbeständen und Praktiken. Es handelt sich nicht nur um Einzelpersonen, sondern oft um Gruppen oder um Arbeitsteilung in den Missionsstationen oder Missionsschulen. Schon die Aufsammlung beinhaltet umfassende Praktiken der Benennung, Präparierung und Translokation, zu deren Bewältigung eine Vielzahl von Personen in Betracht zu ziehen ist. Zweitens sprechen wir über die Wissenschaftler in Europa, die derartige Specimens bezogen und in eine Vielzahl von Sammlungen integrierten. Drittens haben auch die Sammlungen selbst jeweils wechselvolle Geschichten. Hier finden sich heute noch all die Belege, aber sie sind oft nur durch historische Verzeichnisse zu erschließen, da die Sammlungen selbst durch Umzug und Verlust dezimiert wurden. Dadurch gingen gleichzeitig oft die ursprünglichen Informationen verloren. Zu erwähnen ist, dass die Type-Specimens, also die Objekte, nach denen eine Art das erste Mal beschrieben wurde, die Goldwährung einer jeden Sammlung sind. Denn bis heute wird bei jeder Publikation über eine Art auf genau diese Type-Specimens zurückgegriffen. Deren Zuordnung und Identifizierung, vor allem die Identifizierung ihrer Aufsammler, ist deshalb auch für die Botanik von eminentem Interesse, was in dem Prozess der Entanonymisierung der pietistischen Sammler zu gewährleisten wäre oder damit verbunden ist. Und viertens, grundlegend sind auch die vielen botanisch-wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu erwähnen, welche auf der Grundlage dieses Materials entstanden. Einerseits sind hier die Kontakte in die Wissenschaft ohne Pietismusbezug darzustellen, andererseits finden sich hier Kontakte innerhalb der pietistischen Gemeinschaften und des pietistischen Netzwerkes, wie die genannte Flora Babiniensis von Scholler oder Rehfels Lokalflora von Halle. Hinzu kommt auch die Frage nach den diversen botanischen Systematiken und deren Anwendung. Und fünftens und letztens, der Erwerb und die Vermittlung von botanischem Wissen und botanischen Praktiken im Schulwesen oder in der Ausbildung zur Mission, sowie die speziellen Sammelanleitungen.
Sie wären als der letzte Punkt zu nennen. Vielen Dank.